wir mal. Ja, tut mir leid, dass ich immer mal wieder jetzt gucken muss, bis der, ob da jetzt immer mal verfügbar ist. Ich weiß gar nicht, ob du eine SMS bekommst oder so. Ich glaube, ich habe bisher noch keine gekriegt. Ne, ist immer noch nicht verfügbar. Ich dauert gerade ein bisschen. Ist ja eigentlich immer eine gescheite Bar in der Bude. In deinem, in dem Raum gegenüber, glaube ich, irgendwo. Hm. Also hier, nee, oder hier oben, glaube ich, ist was. Hier oben, wo ich bin. Hier oben. Ich habe ja tatsächlich das Ding noch nicht so wirklich genau angeguckt. Da drüben drin, da drin. Ja. Da hinten, ja, stimmt. Yeah. Oder? Ne, das ist hier nur Alkohol. Aber ja, du hast doch nach Bar gefragt. Ja, wenn ich eine Bar meine, dann meine ich eine bediente Bar mit einer Bardame. Nicht jetzt eine eigene Minibar oder sowas. So, ich habe jetzt mal einen Whisky getrunken. In Real Life trinke ich ja keinen Alkohol, also nicht mehr. Ich schon. Ich habe immerhin aufgehört. Also, ich trinke jetzt gar keinen, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich trinke ganz, ganz selten mittlerweile. So. Mit einem guten Whisky im Blut lässt doch bis sich besser noch Aufträge vergeben. Ja, jetzt ist was da. Sehr geil. So, beschütze die Assets des Klienten. Wir haben 10 Minuten Zeit, um was zu machen. Na dann. Einmal nach unten. Guck mal, jetzt sind meine Blutflecken noch weg. Alles weniger. So, Agentur zu Fuß verlassen. Okay, den machen wir mal rein. Oh, ernsthaft? Ey, ich stehe rechts vor dem Auto, drücke auf Dreieck, um einzusteigen. Ja, ich hab das auch gerade gesehen, bist du gerade voll in das Auto reingeglitscht. Da bin ich, nee, ich bin nicht reingeglitscht, ich bin wirklich da reingeglitscht. Warum auch immer. The Lost MC's been wrecking her shipments over at the post-op loading bay. And the cops ain't gonna do shit. And she's terrified that it's gonna keep happening again. I told her that it won't, cause you'll be there, right? So, die Güter des Klienten werden angegriffen. Begibt jetzt zum Depotbeschützer die Vorratskisten da vor zerstört zu werden. Ne, wundere mich gerade. Ich stehe rechts neben dem Auto, drücke auf Dreieck. Ich will einsteigen. Was macht der? Rennt erstmal in die SUV. So, Zeit haben wir 8,5 Minuten. Nur ich weiß halt nicht, ob die extrem hochgegriffen ist, ob wir das locker erst ein bisschen weniger schaffen oder ob wir jetzt sehr knapp vermissen. Also ich weiß es noch nicht. Ich habe überhaupt noch gar nichts wirklich in den Agenturen gemacht. Doch, die erste Mission, die haben wir mal angeschnitten. Das war's dann. Eine der Missionen. Eine der Missionen. Ja, die, genau, die Typen da, glaube ich. Die Captains. Das auch nur, glaube ich, oder war das so? Nur die Captains? Ich weiß gar nicht, welche Mission wir gemacht haben mit Sven. Nein, wir hatten einmal was mit dem Nachtclub, wo wir einen Nachtclub einbrechen mussten. Okay. Und einmal noch irgendwas anderes. Okay, dann war das nicht das, was ich hatte. Gut, dann machen wir es einfach bei mir ein bisschen vollständiger. Noch keins von denen, die wir jetzt gerade hatten. Ne, dann machen wir die einfach von mir aus ein bisschen komplett und dann haben wir es einmal von Anfang an und richtig und nicht irgendwas mittendrin reingeschmissen. Ja, genau. Löst.
Achso, das sind. Ich muss mal raus. Die Lost sind das. Ja, ich muss gerade nur. Ich muss gerade gucken, weil ich. So. Die haben Molotov-Cocktails dabei, die jetzt kommen. Komm mal weg mit deinem Auto dort. Ach, leck mich doch am Arsch. Keine Granaten wirklich mehr. Doch, hier Panzerfäuste habe ich noch. Hier sind irgendwie noch Molotow-Zeichen, aber hier ist gar keiner mehr. Gute Frage, nächste Frage. Eigentlich habe ich auch alle. Ich habe gar nichts dergleichen auf dem. Doch, da vorne kommt wieder was. Ist ja nur deine Karre, in der ich hier sitze. Ja, ja, alles gut. So gesehen. So, ist mal gut jetzt. So, die Frage ist. Und ja, ich weiß. Vorratskiste wurde zerstört. Irgendwas ist gerade hoch. Da kommen noch Heidis mit Molotovs. Ich denke mal, eins der Autos ist hochgegangen, das neben einer Vorratskiste stand. Das kann natürlich sein, weil ich habe ja gerade zwei, drei Autos aufgeschossen. Ja. Das war meine Schuld. Jetzt hast du kannst aushalten, die Scheißkarre? Ja, das war jetzt meine eigene Blödheit, dass ich das an mein Auto gejagt habe. Aber im Moment ist halt genau die Rakete in das Auto daneben gegangen. Statt an dem Auto vorbei in den Wagen daneben. Wahrscheinlich müssen wir jetzt diese vier. Achso, da könnte noch einer stehen. Habe ich noch. Aber jetzt nicht blöde. Egal. Das ist wieder so typisch GTA-Logik. Wir sind auf einer Insel. Auf einer Insel am Ende der Karte. Wo hinter uns auf einer Insel Leute aus dem Nichts spawnen. Mhm. Genau. Sehr logisch. Das ist normal. Ach doch, ich habe gerade ein Auto mitgenommen und. Die Frage ist, ob wir jetzt die 3 Minuten noch abwarten können und dann die Mission beendet haben, oder wie sieht das aus? Ich denke mal, wir werden einfach die 3 Minuten die Kisten noch beschützen müssen, weil in der Zeit noch welche von Gegnern kommen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit, ja. Uiuiui. Ach, das bist du. Ja. Ich hab halt uns. Ja, ja. Das ist normal. Die. Da sind nämlich noch ganz viele Gegner. So,
So, noch 2 Minuten und wir haben noch 8 Kisten. Da ist auch irgendwo einer. Jetzt nicht mehr. Da kommen wieder Gegner auf uns. Molotowskis. Ich hab ne Idee. Komm, fahr rein, Idiot. Vorsicht, hier hinten sind welche mit Molotows, ne? Wollte ich nur mal sagen. Alles klar. Ich habe vorher den Eingang vermint. Und schon haben wir noch 5 Kisten. Okay, das ist nicht gut. Ich frage mal, komm. Aufpassen. Okay, die Verstärkung trifft ein. Alles klar. Achso, da kommen wieder Molotowskis. Lass die kommen vorne. Kommt ein Heli, aber das ist einer von unseren Leuten. Rettung, halt. Bestanden. Naja, die Hälfte. Ernsthaft, ich sitze hier gerade in einem Lieferwagen von den Lost. Was meinst du dir erstmal mit dem Post-LKW? Hey, look, good shit on those contracts you've been working on. But listen, nein. I got some other work. A certain kind of work that need a certain kind of person. You know what I mean? Big ticket type shit. I don't want to say too much on my cell, so I'll be in touch with you on a payphone. Keep your ears open. Gut. Ich habe jetzt Attentate freigeschaltet. Wo läufst du hin? Achso, du hast das Auto geholt. Ich finde die Karre ich war ganz cool von den Lost. Das ist dieser ATM-LKW. Schau, dass du, ja, dass du dich bei den Lost wohlfühlst, das wundert mich nicht. Ich habe tatsächlich, ich habe ja eine Weste von denen sogar dabei. Ich müsste sie noch wieder anziehen. Mit dem Logo drauf. Ich habe halt, ich habe auch GTA The Lost Dent gemacht. Nur so nebenbei. Da spielst du die ja. Hab ich auch durch. Es war ein cooles Spiel, muss ich sagen. Es waren einige coole Missionen dabei. So, einmal Agentur bitte. Oder wo willst du hin? Ja, ich warte ja auf deinen. Die ist immer unten am Strand. In der Nähe zumindest. Da hinten ist die. Ei. Weißt du, du meckerst über meinen Fahrstil. Aber kriegst du es heute gerade selber nicht hin. Du, bei den Strecken, die ich ja manchmal fahre, wärst du schon 30 Mal verunfallt, also. Ach was. Ich hab's auf Video hier. Nein, alles gut.
Warte mal. Fahr mal gerade zurück. Ich habe eine Dings-Mission bekommen. Ich will die kurz anschneiden. Fahr mal bitte hier hin. Da ist nämlich... Da klingelt nämlich das Telefon. Warum höre ich es auf dem linken Ohr? Ist eigentlich auf der rechten Seite, aber gut. Was ist das hier? Wie gesagt, ich kenne die aus GTA Vice City. Hey, so when was the last time you used a payphone? Cause believe me, there's some things you don't want the FIB to hear. You know, things like contract killings, stock manipulation. You feel me? Cause see, I knew the dude that used to run the hits in this town, and he knew something most of the hatchet guys out there don't. The money only starts flowing when the stock market gets involved. Now I got my share of high net worth individuals in my contact these days, and since we got our own partnership up and running, a few of them start hitting me up with propositions that be making me think, shit, I need to get back in the game. With me running the plays and you working the fields, man. So look, here's the deal. We take out some assholes who fucking deserve it anyway, which fixes the market in our own clients' favor, and then they send us some serious pay dirt. You got me? All you gotta do is pick up the phone. I'll give you the mark, and then I'll text you some details from the burner. You can do it however you want, but the clients pay extra if you do it just right. Sounds good? Das ist dann eh die letzte Mission für heute. Genau. So you know Meriwether, right? Shit, of course you do. Anyone who cut their teeth in this town spent a whole lot of time fucking with Meriwether. Ain't no coincidence that stock price is at an all-time low. So look, we got a client who's gonna pay us to do him a favor for once. But hear me out on this one. There's a bunch of creepy-ass drug dealers making headlines right now, selling nasty shit to anyone and everyone. The whole city wants them dealt with. Hey, so look, you gonna make them disappear. Make it look professional and shit. And I'm gonna get on Snapmatic, start spamming, posting, saying, I saw Meriwether take these fools down, and the cops could. And boom, Meriwether goes viral with some good publicity. Our client make a bunch of money because she just bought a lot of their stock, and then we get paid. Everybody's a fucking winner, right? So, also, sollen wir irgendwas mit dem Meriwether tun? Die Dealer.